Willkommen Leute zur nächsten Folge der Minecraft-Rätsel. Heute geht es ja die Auflösung vom letzten Rätsel und ein neues Rätsel, was ihr auflösen könnt. Folgendes. Im letzten Rätsel habe ich ja gefragt, wie ihr mehr Fische angeln könnt als Standard. Und die richtige Auflösung wäre jetzt gewesen, dass wir es regnen lassen. Also Weather. Rain. Komm schon, so, danke. Wenn es jetzt regnet, dann wird jetzt mehr Blei jetzt nicht. Aber wenn es regnet in der Welt, die angelt, dann könnt ihr mehr Fische angeln, als wenn es nicht regnet. Den kann man austesten in der privaten Welt. Ihr werdet feststellen, dass es, wenn es regnet, eher mehr Fische tatsächlich ja angeln könnt. Und das war so ein Fischer, das nicht viele kennen. Aber jetzt wisst ihr es hoffentlich. Und wenn ihr wenig mal was angeln wollte, ganz viel dann. Und wartet einfach, bis es halt regnet. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Rätsel für heute. Und zwar, kennt ihr diese Spielerköpfe? Ja, diese hier. Und, könnt ihr vielleicht kurz mal eben rausziehen. So. Und dann stellt die mich hier auf, so irgendwie. Zack, 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 zack. So. Und ich möchte, dass sich einer von diesen Köpfen hier sich verändert. Ja. Dass er dieser mal Standard Ausrichtung hier oder Standard Stellung hier sich verändert. Ja, mit einem Feature. Schreibt in die Kommentare, welcher Herz sich hier diesen verändern kann. Und wie das funktioniert. Ja. Einfach von diesen Köpfen muss es sein. Dragonhead, Creeper, Zombie, Player, Wither und Skeleton. Ja. Schreibt das in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Also welcher Kopf kann sich verändern und wie geht das? Und nächstes Mal werde ich mit auflösen. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Rätseln. Und ich verabschiede mich. Sehr gefreut, dass ihr eine Pulsierung da habt. Hab ich vergessen. Und tschüss.